So, willkommen, hi, willkommen, willkommen hier wieder an unserem Küchentisch. Und sobald das Wetter besser wird, kann es natürlich auch wieder auf der Terrasse stattfinden. Und dann ist eine Fortsetzung der Terrassengespräche, wie auch immer, ne? Das Wesentliche ist, dass wir hier unseren Geist ausrichten auf Ideen, die uns weiterbringen in unserer persönlichen Transformation und dass wir auch sehen, wie notwendig wir hier eine Reflexion benötigen, in der ja, es einen Ausdruck und eine Verbindung und Erkenntnis im Heiligen Geist passiert. Und dass es wirklich der Heilige Geist ist, der diese Korrektur in unserem Geist nicht nur anbietet, sondern wirklich vollbringt. Und das Thema für heute, was in meinen Geist kommt, hat auch wieder etwas dazu zu tun, das aufgezeigt wurde innerhalb der Covid-Corona-Zeiten, aber vielleicht nicht so sehr direkt ernst genommen wurde oder hingeblickt wurde, nämlich was wirklich die Idee oder die Entscheidung, das Konstrukt von Krankheit, welche Auswirkungen das hat in unserem Geist und wie wichtig es ist, dass wir hier wirklich entlang gehen. Die Idee kam auch tatsächlich rein durch die Wiederholungslektionen und die Lektion, dass Krankheit eine Abwehr gegen die Wahrheit ist und in dieser Lektion 136 es ja zum Ausdruck kommt, dass wir uns hier nicht nur schön langsam daran gewöhnen müssen, sondern ganz klar dafür aufstehen müssen, dass hier eine Entscheidung im Geist getroffen wird und dass diese Entscheidung für Krankheit im Geist natürlich auch die Krankheit selbst klar lokalisiert, dass sie nicht irgendwo anders sein kann. Krankheit kann nicht in einem Körper sein, sondern es sind die Glaubenssätze, es sind die Grundsätze im konzeptionellen Geist, im Ego-Geist, die überhaupt ein Problem, ein physisches, physiologisches Problem, ein Krankheitsproblem wirklich hält. Und wir werden hier wirklich aufgerufen, nichts anderes zu akzeptieren als die Wahrheit. Und auch wenn hier Identifikation stattfindet mit dem Körper, mit Ideen des Körpers, wenn hier tatsächlich Schwierigkeiten, Probleme auftreten, in der Handhabung, wenn der Geist tatsächlich glaubt, dass es etwas mit dem Körper zu tun hat, geh nicht her und rechtfertige dich. Geh nicht her und blick nach außen auf deine Welt. Blick darauf, was deine Brüder machen und welche Schwierigkeiten deine Brüder genauso haben wie du, um hier eine Rechtfertigungspolitik durchzuziehen, sondern geh her und wende dich an den Heiligen Geist, an Christus selbst und bitte ihn, dir die Wahrheit davon ganz klar zu zeigen, dich zu führen, zu lehren, damit du auch fähig wirst, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit anzunehmen und in Erfahrung zu bringen. Weil es ist die Erfahrung, die uns aufzeigt, dass wir hier nicht, überhaupt nicht krank werden können, weil wir kein Körper sind. Und das hat wirklich nichts damit zu tun, ob hier aus vergangenen Ideen heraus noch versucht wird, mit magischen Schärfleins etwas dem Körper zugute kommen zu lassen oder ihn zu behandeln oder eben zu meinen, dass durch bestimmte Ausrichtungen und Aufmerksamkeit geben und Bemühungen, die gesetzt werden, hier etwas ja, in Richtung Heilung möglich wäre. Nein, wenn klar ist, dass die Idee der Krankheit nur im Geist da ist, dann wissen wir auch, dass Heilung nicht in einem Körper stattfinden kann, sondern Heilung auch nur die Korrektur und die Ausrichtung auf den Heiligen Geist in unserem eigenen Geist ist. Und was mir da wirklich so aufgefallen ist, in dieser Lektion 136, die ja auch eine relativ lange Lektion ist, ne? Krankheit ist eine Abwehr gegen die Wahrheit. Er spricht davon, dass von diesen Glaubenssätzen und dass menschlicher Geist tatsächlich glaubt, dass hier die Krankheit selbst etwas vermag und dass Krankheit vermögen könnte,
dich von der Wahrheit abzuschirmen. Ja, weil das ist wirklich, was das Ego verfolgt und versucht, durch die Krankheit als eine Wirklichkeit zu verkleiden oder anzubieten, dass du letztendlich nur in dieser Abschirmung von der Wahrheit deine Erlösung finden könntest. So, das Thema ist tatsächlich die Idee Krankheit und Krankheit wirklich machen als eine Erlöseridee. Und natürlich, das ist nur eine Idee von vielen Ideen, weil letztendlich ist die Idee der Krankheit auch nichts anderes als eine Götzenidee im menschlichen Geist. Aber so wird deine wahre Identität, wie es das Ego dir verkaufen möchte, ne? Deine Identität als ein Körper, in ein Körper und als in Zusammenhang oder Beziehung mit dem, was du auf der Wahrnehmungsebene als bereits dem Wirklichkeit gegeben hast und Wirklichkeit zuschreibst, ne? Und das wird ja dann demonstriert und verkauft als das ist, was du bist. Das wäre deine wahre Identität, ne? Und natürlich das Ego wird, die Ego-Denkweise wird alles tun, um diese Ego-wahre Identität zu bewahren, nicht wahr? Aufrechtzuerhalten. Er spricht in der Lektion von, ich weiß nicht, ob dir das ein Schmunzeln bereitet hat, mir hat es das, er spricht von diesem kleinen Häufchen Staub, ne? Und dass du etwas jenseits dieses kleinen Häufchen Staubs sein könntest. Ne? So, du siehst auch hier, wie die Idee der Kleinheit und des Kleinsein-Denkens, ne, hier voll und ganz mit reinkommt und bewertet wird, Bedeutung bekommt. Ne? Und er sagt, er geht sogar einen Schritt weiter und er sagt, dass eben dieses kleine Häufchen Staub, das du meinst zu sein, nicht wahr? Dass es durch dieses, sagen wir mal, dieses Erschallen der Krankheit und wie es sich Krankheit präsentiert, zum Schweigen gebracht wird, zumindest beschwichtigt wird. Ja? Und so sollst du dir dann ansehen, ne? Und das Ego wird dich dazu einladen, dir anzuschauen, dass dieser Staub dich leiden machen kann, ja, weil dieser Staub in Verbindung gesetzt wird, dass er Schmerz haben könnte, dass er ausgelöscht werden könnte letztendlich. Ne? Er drückt es aus in der Lektion, dass dieser Staub, mit dem du dich identifizierst, deine Glieder verrenken könnte, dein Herz anhalten kann und dir befehlen kann, dass du stirbst und aufhörst zu sein. Und hier ist genau der Punkt, hier siehst du, weil da geht es um die Angst vor dem Existenzverlust. Der Geist, der identifiziert ist mit einem Körper oder glaubt nach wie vor ein Körper zu sein, leidet unter Existenzverlustangst. Und zu meinen, dass wenn letztendlich, so wie es in der Auferstehung demonstriert wird und gelehrt wird, dass der Körper, der alle Ideen und alles involviert sein von Ideen, einfach in dieser Auflösung, in diesem Verlieren gehen der konzeptuellen Natur wirklich nur verschwindet. Da ist nichts daran, was geboren werden kann, wiedergeboren werden kann oder sterben kann. Die Idee an und für sich lebt nur durch die Bedeutungen, die jeder Einzelne, der Raumzeit betritt, dieser Wahnsinnsidee gegeben hat und nährt sie damit. Und damit ist die Einladung da, wirklich anzuerkennen, dass es sich um eine Entscheidung, eine Wahl in unserem Geist dreht. Und das ist das Wesentliche, was diese Lektion 136 die gesamte Welt versucht zu lehren, anzuerkennen, das, was krank sein könnte, na, der Körper, dass dies eine Entscheidung im Geist ist. Und wenn du meinst, dass du krank werden könntest, dann musst du dich bereits mit einem Körper identifiziert haben. Es ist nicht ein Ding, das dir geschieht. Das kommt im Ausdruck in dieser Lektion vor. Es ist nicht etwas, was einfach so aus nichts heraus geschieht
und einfach so auftaucht wie eine Puppe oder wie die aus der Box herausspringt, ne? Völlig ungebeten etwas, was etwas mit dir bewirken kann, dich schwächen kann, dich zum Leiden bringen kann. Ja? Die Krankheit ist eine Entscheidung und wirklich nichts anderes. Das ist die Beweisführung, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast, dass du eine Entscheidung für Kleinheit getroffen hast. Ne? Und als Entscheidung, wie wir sie Moment für Moment treffen, ist es auch oder repräsentiert es einen Plan. Und das ist nicht ein Plan, den irgendjemand anderer entwickelt hat oder aufgestellt hat, sondern ich in meinem eigenen Geist, du in deinem eigenen Geist hat diesen Plan entworfen. Und der Plan beinhaltet natürlich, dass die Wahrheit, wenn die Wahrheit einen Augenblick lang im eigenen irregeführten Geist sich zeigt, ne, das Licht einfach reinkommt für einen Moment, ne, wenn die Wahrheit aufsteigt, sagt er in der Lektion, und deine ganze Welt beginnt zu wanken, deine ganze Welt beginnt sich zu verändern, deine ganze Welt beginnt sich buchstäblich in deinem Geist vor deinem Bewusstsein aufzulösen. Und nicht nur die Welt zerfällt, sondern du als konzeptionelles Selbst, als geglaubter Teil dieser Welt, beginnst zu zerfallen, um dich aufzulösen. Ne? Das ist wirklich, was die Einladung ist des Egos, ne? Sich hinzuwenden und zu sagen, ist mir lieber, dass ich krank bin, weil dann brauche ich dies nicht erfahren, damit die Wahrheit weggehen möge, sagt er. Ne? Und dass deine Einrichtungen als konzeptioneller Ego-Geist, als die Einrichtungen, wie Geist sich weiterhin in der Trennung befinden kann, nicht mehr länger bedroht wird. Weil die wirkliche Bedrohung für den Geist ist das Anerkennen unseres Einsseins mit Gottes Geist. Und erst wenn das wirkliche Einssein unseres Geistes erkannt wird, dann sehen wir auch, dass Raumzeit überhaupt nichts anzubieten hat. Da ist nicht etwas, wo du hingehen müsstest, was du noch machen müsstest oder was du noch nicht hättest. Siehst du, das ist der wesentliche Punkt. Es ist letztendlich die Idee der Krankheit, ist die Verleugnung, dass du bereits alles hast und dass dir bereits alles gegeben wurde. Und das ist, woraus wir nun erwachen oder sagen wir, die Heilung im Geist für uns annehmen. Wir nehmen tatsächlich an, dass Gottes Wille geschehe und dass Gottes Wille für uns bereits geschehen ist, indem er uns in seiner Vollkommenheit, in der Gleichheit des Gedankens selbst erschaffen hat. Und da bleibt nichts anderes übrig, als Glückseligkeit für uns anzunehmen. Willst du glücklich sein, dann musst du aufhören zu suchen und herumzukramen, wo du noch einen kleinen Fetzen von einem Ausdruck der Wahrheit finden könntest oder etwas, was dich verbessern könnte, etwas, was dir zu Nutzen sein könnte. Ne? Die wesentliche Richtungsweisung, die uns der Heilige Geist gibt, ist ganz einfach, es ist nicht hier, es ist nicht irgendwo in dieser Welt, ne? Und ich möchte uns hier, ich spreche zu mir selbst, wirklich darauf aufmerksam machen, dass du vergessen hast, letztendlich als Mensch selbst habe ich vergessen, wo ich wirklich bin, was das für ein Platz ist, was ich als die Welt bezeichne, was das für ein Platz ist als Traum. Und selbst der Traum, der bereits die Umwandlung aufzeigt in Kontakt unter uns Brüdern, in Kontakt mit der Lehre von Jesus Christus, ist es trotzdem ein Platz, ein Gebilde, ein Produkt, das aus, sagen wir mal, aus der Unmöglichkeit des getrennten Geistes entstanden ist. Es ist nichts Wirkliches da. Und erst zu erkennen, dass jeder Augenblick hier in Raum und Zeit
nur da ist, um zu vergeben, um das anzuerkennen, was bereits in uns ist, erlaubt uns, Heilung für uns anzunehmen und Heilung im Geist miteinander zu teilen. Weil sonst wird es einfach nur zu einer neuen Form von wieder etwas tun, nicht wahr? Wieder etwas hinzufügen auf der transformativen Leiter. Ja. Oh, jetzt habe ich einen neuen Lehrer oder jetzt habe ich eine neue Lehre, jetzt habe ich ein neues Buch, jetzt habe ich eine neue Aussage darüber und so weiter und so fort. All das funktioniert nicht. All das ist zwar in der Integration unserer Heilerfahrung ein Mittel der Demonstration, dass es nicht das ist, was Wahrnehmung als Welt oder als Körper in der Welt ist. Aber auch das werden wir gebeten und darauf hingewiesen, loszulassen, dem Heiligen Geist zu übergeben und ihm zu übergeben, damit er alles, damit er diese Ideen, damit er diese Bilder aufhebt in unserem Geist. Und natürlich, sie werden nur genährt durch Bedeutung, dass da ein Wert drin liegen würde. Und so können wir nur sagen, was ist der Wert, dass du jetzt zum Beispiel das hier anhörst, dass wir uns verbinden im Geist, gerade jetzt. Der Wert liegt nur, damit wir uns erinnern, dass wir keinen Nutzen mehr haben von irgendetwas, was die Welt uns aufzeigt. Und wir bereitwillig sind, uns zu erinnern, welches Erbe uns tatsächlich mitgegeben wurde, welches Erinnerungspotenzial, das Selbsterkenntnis bereits in uns liegt. Und das ist letztendlich, geht nicht anders als über die Erkenntnis, dass es tatsächlich nichts damit zu tun hat, was auf der Wahrnehmungsebene abläuft. Und Jesus bittet uns nur um die kleine Bereitwilligkeit, damit er, der Christus selbst, der Heilige Geist, uns zeigen kann, dass wir das nicht sehen, dass wir nicht ein Objekt sind, das wahrnehmbar ist, ne? Ein Körper ist ein Objekt, das auf der Wahrnehmungsebene was immer für Bedeutungen hat. Und wir werden eingeladen, wirklich den ganzen Weg zu gehen. Wir sind eingeladen, hier aufzustehen und wirklich ganz, ganz ehrlich mit uns zu sein, dass wir nicht mehr länger, so wie es in dieser Lektion 136 beschrieben wird und ich mit dir geteilt habe, nicht mehr länger hergehen wollen, um in einer Identifizierung mit einem kleinen Häufchen Staub und hier in der Angst der Existenzauslöschung weiterhin rechtfertigen möchten. Ja, sondern, nein, wir sind hier, um uns wiederzuerkennen als erschaffendes Licht, als Licht des Himmels selbst. Und das ist so das Wesentliche, was mir heute in meinen Geist gekommen ist. Ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du hier zuhörst oder dir das ansiehst und lass uns auch nochmal im Kurs hier einfach wo aufschlagen und sehen, was uns Jesus zu sagen hat in diesem Zusammenhang oder in irgendeinem Zusammenhang. Ich gehe hier, ich bin hier, habe den Finger reingehalten, eher am Anfang des Textbuches und bin hier im Kapitel 5 gelandet, fünfter Abschnitt, und ich nehme her auch den fünften Paragraphen. Und hier sagt uns Jesus, der schuldlose Geist kann nicht leiden. Da er gesund ist, heilt der Geist den Körper, weil er geheilt worden ist. Was für eine Antwort, nicht wahr? Ist genau, ich habe da wirklich nichts vorbereitet, das ist einfach, wo der Finger reingegangen ist. Noch einmal, der schuldlose Geist kann nicht leiden. Das haben wir aufgezeigt. Schmerz, Leiden, Trennungsgedanke, das ist wirklich, wie Krankheit im Geist erfahren wird. Da der Geist gesund ist, heilt der Geist den Körper, weil er geheilt worden ist, weil der Geist geheilt worden ist. Der gesunde Geist kann sich Krankheit nicht vorstellen, weil er sich nicht vorstellen kann, irgendjemanden oder irgendetwas anzugreifen. Ich habe schon gesagt, dass Krankheit eine Form von Magie ist. Vielleicht sollte man besser sagen, dass sie eine Form von magischer Lösung ist. Das Ego glaubt, dass es Gottes Bestrafung mildern kann,
wenn es sich selbst bestraft. Doch sogar darin ist es arrogant. Es unterstellt Gott eine strafende Intention und macht dann diese Intention zu seinem eigenen Vorrecht. Es versucht, alle Funktionen Gottes zu usurpieren, so wie es sie wahrnimmt, weil es begreift, dass nur einer totalen Treue zu trauen ist. Wow, da kannst du gerne noch hergehen, dir weitere Paragraphen anzusehen. Aber du siehst hier, er beginnt wirklich mit uns zu arbeiten, wo wir das verleugnen, was uns gegeben wurde, nämlich anzuerkennen, dass Geist nur heil sein kann und geheilt sein kann. Und das ist wirklich alles, was wir uns erinnern können und sollen. Und alles andere sind absolute Wahnideen im Krankengeist, der sich nach wie vor rechtfertigen möchte, als ein kleines Häufchen Staub, das auslöschbar ist. Und so geht er dann weiter und stellt die Frage, was willst du? Und zeigt uns, dass der Heilige Geist wirklich eine Entscheidung ist und zusammen bilden sie die einzige Alternative, die der Geist annehmen und denen er gehorchen kann. So, es ist die Entscheidung, sich für Gottes Geist hinzuwenden und nur das anzunehmen, was durch und von Gottes Geist kommt und alles andere ihm zu übergeben, aufheben zu lassen. Und das ist nicht schwierig. Das ist absolut das Einfachste, was es gibt. Aber es bedarf die Bereitwilligkeit. Und wenn es als Schwierigkeit gesehen wird, dann ist es, weil der Mangel der Bereitwilligkeit es als Schwierigkeit anerkennt und weiterhin als Schwierigkeit sehen möchte und erfahren möchte. Aber es ist das Einfachste, was es gibt, wenn wir diese Bereitwilligkeit haben, weil wir ja nichts hinzufügen brauchen noch können. Es ist ein wirkliches Loslassen und ihn bitten, uns das zu zeigen, was wahrlich Geist ist und was heiler, geheilter Geist ist und vermag. Und das ist das Mindeste dann, dass wir Berge versetzen können, keine Frage. So, ich werde es bei dem belassen für heute. Danke, 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 dass du mich hier begleitest, wieder am Küchentisch in einer weiteren Folge. Und wenn es dir gefallen hat, dann fühl dich frei, es zu teilen. Und es werden eh sowieso immer nur die hören oder dabei sein, die tatsächlich auch bereitwillig sind, diese Entscheidung für sich zu treffen und entlang zu gehen, diese Entscheidung zu leben. Nämlich die Entscheidung für den Himmel, die Entscheidung für das Einssein, die Entscheidung für Heilsein. Danke, ich liebe dich aus ganzem Herzen in der Erinnerung, dass tatsächlich diese Liebe, die uns verbindet, seine Gabe ist und einzig heilt. Danke, bye bye.